Wir bringen Chaos in die Ordnung. Mit dieser Ansage ist heute im Plenarsaal des Schweriner Schlosses die Veranstaltung Jugend im Landtag 2018 gestartet. Chaos in die Ordnung zu bringen, tut uns auch gut. Manchmal schafft es auch einen Perspektivwechsel. Ich wünsche mir natürlich ganz viel politische Diskussion hier in den nächsten Tagen und auch die Frage, wie wir Jugendbeteiligung beispielsweise, wenn wir über das Wahlalter 16 uns unterhalten oder Ähnliches, noch besser etablieren können. Also das sind, glaube ich, Themen, die auch hier eine Rolle spielen sollten. Und ansonsten tut Chaos uns ganz gut. Zwar nicht chaotisch, aber zumindest für die Abgeordneten ungewöhnlich, ging es mit einem Kennenlern-Bingo los. 3 Tage lang werden die Teilnehmer nun ihre jugendpolitischen Themen diskutieren. In Workshops reden sie über die Themen wie Europa, Mecklenburg-Vorpommern und Schule. Am Donnerstag werden sie die Workshop-Ergebnisse und ihre Wünsche und Forderungen den Abgeordneten präsentieren.